2016 im Stadtrat beschlossen und jetzt wird es konkret. Es geht um die Velorouten, die Münsters Innenstadt zukünftig mit den Außenbezirken verbinden sollen. So können Pendler dann leichter zum Fahrrad greifen, anstatt mit dem Auto in die Stadt fahren zu müssen. Was geplant ist und wie weit die Arbeiten sind, seht ihr in diesem Video. Ich stehe hier an der Bismarckallee, direkt neben der Aseepromenade, welche schon heute als sogenannte Fahrradstraße ausgewiesen ist. Die Stadt Münster will dieses Jahr aber noch einen Schritt weitergehen und die gesamte Straße als Teil der Veloroute Münster-Senden ausbauen. Wie so ein fertiger Teil an der Veloroute aussehen soll, seht ihr jetzt. Hier zu sehen ist ein Teil des Bohlwegs. Der Umbau ist noch 2020 geplant. Die Bismarckallee könnte statt so bald so aussehen. Bei den Velorouten soll es nicht darum gehen, neue Radwege ins Feld zu bauen, sondern bestehende Infrastruktur zu einer Radverkehrsinfrastruktur umzubauen, die ihren Namen verdient hat. Konkret heißt das, die Spuren sind mindestens 3 Meter breit mit Gegenspur, es gibt Straßenbeleuchtung, Winterdienst und Fahrräder haben Vorrang vor Kfz-Fahrzeugen. Die Velorouten sind außerdem durch einen eindeutig roten Straßenbelag gekennzeichnet. Diese Karte zeigt Münster inklusive Umlandgemeinden. Die erste Veloroute wird von Techte über Handorf bis zur Promenade in Münster verlaufen. Auch Eberswinkel, Drehn-Steinfurt, Nottuln, Altenberge und einige weitere Gemeinden werden mit Velorouten angebunden. Priorität hat dabei auch die Anbindung von Stadtteilen wie Handorf, da aufgrund der Nähe die Velorouten dort eine attraktivere Alternative zum Auto darstellen als bei weit entfernten Gemeinden wie zum Beispiel Nottuln. Ich stehe hier vor dem Stadthaus 3, wo sich unter anderem das Fahrradbüro befindet. Dieses ist für die Planung der Velorouten verantwortlich und wir haben heute ein Interview. Los geht's! In den nächsten Jahren kann sich Münster in puncto Velorouten darauf freuen, dass an allen 13 Velorouten gearbeitet wird und auch teilweise schon umgesetzt wird. Nicht nur im Münsteraner Gebiet, sondern auch im Umland schon. Mich interessiert natürlich auch, wie der tägliche Arbeitsweg der beiden Mitarbeiter des Fahrradbüros aussieht. Leetze. Einfach zusammengefasst. Leetze und Leetze. Ja, mein Arbeitsweg ist da ein bisschen länger. Ich komme mit dem Zug. Und fahr dann mit dem Fahrrad. Ja, gut, ich meine, wir arbeiten bei der Stadt Münster. Wir arbeiten im Thema Fahrrad. Wir können uns hier morgens nicht in eine Karre setzen und hier aufschlagen, aber wir haben auch gar keinen Bock, Karre zu fahren. Bei dem Thema Fahrrad geht es immer auch um Umweltschutz. Bei den Velorouten ist das nicht anders. Der Umweltschutz spielt eine Riesenrolle. Das wird nicht von allen gerne gehört, aber eigentlich ist es auch ein klassisches Anti-Stau-Programm, was wir da fahren. Das ist so. In dem Moment, wo wir den Radverkehr so attraktivieren, wird, glaube ich, das Verkehrsgeschehen für alle Beteiligten einfacher. Ich glaube jetzt bei der Route Techte, das ist ja die erste, die jetzt nächstes Jahr dann so weit fertig ist, dass man sie auch Veloroute nennen darf, hat man, glaube ich, diesen Ausgleich aus Naturschutz und ökologischen Aspekten und attraktiver Radverkehrsinfrastruktur sehr, sehr gut hinbekommen. Apropos Naturschutz. Für einen Teil der Veloroute ist eine adaptive Beleuchtung geplant. Diese wurde an einer Teststrecke in Hiltrup am Dortmund-Ems-Kanal getestet. Wir haben dieser natürlich auch einen Besuch abgestattet. Ich bin jetzt hier vor Ort bei der intelligenten Beleuchtung, welche nicht nur den Vorteil hat, dass sie Sicherheit und Komfort bietet, sondern auch, dass sie energiesparend und umweltschonend ist. Diese Art der Beleuchtung soll in Zukunft an der Kanalpromenade und auf der Veloroute Münster-Techte eingesetzt werden und wird vom Bund mit 2,1 Millionen Euro unterstützt. Das war's schon mit dem Video. Wir freuen uns natürlich auf jede Verbesserung, die in Zukunft am Münsters Fahrradnetz vorgenommen wird. Bis dahin.